Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Askalon Club. Das ist das hier. Hier drüben ist die Unterkunft, deswegen habe ich die markiert. Und ich habe mal geguckt. Wir haben noch ein paar. Falsch. Kleinere Missionen übrig. Das sind nur so, also die hier. Hier sind es zwei. Die habe ich jetzt mal markiert, die hier. Wenn wir dabei Gelegenheit mal vorbeikommen, machen wir das mit. Aber erstmal müssen wir da links weiter. Ich höre schon die Typen wieder. Stimmt, die haben mich das letzte Mal gekillt. Nee, so nicht. Auf die habe ich mich gar keinen Bock jetzt gerade im Moment. Muss mal dahin und hör mal auf damit. Wir müssen weiter nach da. Quarantäne. Das ist eine Quarantäne. Können wir nichts aufmachen. Verhindern Sie Ansteckung. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Okay. Kann ich hier durch? It's locked, all right. Kann ich nicht. Nicht drüber wischen. Ich bin ja wohl erbärmlichste Vampir aller Zeiten, ne? Ich kann dort nicht drüber wischen. Das heißt, ich muss hier außen rumgehen, oder was? Oh, ist das ätzend. Guck mal vorsichtig. Sonst ist jetzt hier nix. Bin ich auch nicht durch. Wie ist bei Blut? Redet er mit mir? Was macht er hier? Ach so. Ein Blut-Ikon. Ach, das ist. Kann er sich mal verpissen? Vielleicht? Von Blase? Also ich würde ja schon gerne in die Randtaschen noch mitnehmen, ne? Was macht denn der da? Oh, oh. Warum der mich nicht sieht, frage ich mich, ne? Ich glaube, ich muss den bekämpfen. Toll. Gar keine Lust so. Wo ist man da runter? Ist hier noch was drin? Da vielleicht? Wo ist denn der hin? Kann ich nichts aufmachen? Da ist er. Oh, du Sack! Aua, hör mal auf! Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn halt echt nicht. Was macht denn der? Ich kann nichts machen, Leute. Boah, das ist keine Ausdauer mehr. Ich kann halt mit dem gar nichts machen. Jetzt. Gib mir das mal wieder, du Pisser. Ja, wusch mal dein Zeug dahin. Okay. Also, wenn der dich mit dem Ding trifft, kann man absolut gar nichts mehr machen. Was natürlich gut zu wissen ist. Rechts geht's auch noch weiter. Ja, mal auf damit. Muss mal gucken. Wenn da irgendwo was ist. Ich glaube.
Okay, nö. Auf den habe ich jetzt gerade mal so überhaupt keinen Bock. Ah. Hier ist mal dasselbe. Wenn ich neu anfange, dann ist das erst die erste Aufnahme immer ein Chaos. Muss weiter gerade durch. Der liegt hier nur so rum. Ich höre schon da irgendwie hier. Scheiße, ja. Die mit ihrem Rotz. Ich sehe es aber noch nicht. Hier liegt auch nichts. Kann ich von oben lang? Da komme ich nicht durch. Ach da! Ich kann nicht rennen. Scheiße, was ist denn hier los? Kann er überhaupt nichts machen? Gerade. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Das ist richtig, Jonathan, aber das ist jetzt gerade nicht dein Bier. Wir gucken noch mal. Wir müssen nach links jetzt weiter. Kann ich von hier aufmachen? Kann ich. Gut. Ich meine, es ist zwar schön, dass du dich sorgst und so, ja, aber da habe ich. Wir haben jetzt darauf gar keinen Bock. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Warum? Da geht's weiter. Lebt hier jemand? Da kann ich hochwischen. Aber wenn ich rüberwischen, ich will aber mal unten lang gehen. Tatsächlich. Oben können wir dann immer noch lang gehen. Ja, ich bin hier. Alles gut. Wo kam der? Ja? Aua! Du Sack! Die Ausdauer macht mich fertig. Okay. Ja. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ah, ja, jetzt ja. Mein Gott. Gib den nochmal an. Ja. Wo kam denn der her? Der hat mich total überrascht. Hallo? I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed.
since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Armband. Ich räume mir mal die Bude aus der Wall, ne? Sonst ist jetzt für nix. Da ist ein Brief. Den lesen wir gleich. Die Ketzerei des reinen Blutes. Reines Blut. Wir kennen den Ausdruck. Wir haben ihn in den faulen Mündern der Ketzer und der ausländischen Barbaren gehört und haben ihn manches Mal selbst benutzt. Doch wissen wir, was er wirklich bedeutet. Ein Vampir, der aus einem unsterblichen Schoß geboren wurde, ist eine widerliche Vorstellung. Wie würde so ein Wesen seinen Platz unter den Lebenden finden? Was wäre sein Lebenssinn? Der unsere ist eindeutig. Gentlemen, Ascalon beschützt das Weltreich und seine Bürger. Wir sind Schutzherren und Hirten, auch wenn wir manchmal Schafe für unseren Selbsterhalt opfern müssen. Wer die Schuld auf sich lädt, dem Verlangen liegt, ein untotes Kind zu zeugen, muss ausgerottet werden. Okay. Wenn die das so sehen, einmal das. Hier ist sonst nichts mehr. Viel Spaß, Junge. So. Ich trotzdem, wo der auf einmal hergekommen ist, der Typ. Ach nö. Ich muss ständig auf die Karte gucken. Das tut mir wirklich leid. Da ist aber auch ein Unterschlupf in diese Richtung. Wahrscheinlich dort oben lang. Hier war ich jetzt gerade drin, ne? Nee. Hier war sie nicht drin. Machen wir hier auf. Hä? Bist du zu fett oder was? Dann ist es zu fett, um da durchzulaufen. Kann aber auch nichts aufmachen. Die Tür geht auch nicht auf. Dann gehen wir hier mal reingucken. Oh. Geld. Und. Fresh water. As long as it's not holy water, I may find some use for it. Wir haben Wasser gefunden. Wir müssen dahin. Ich habe eine bombastische Idee, was wir damit machen. Lady Ashbury, neuer Dialog. Aha. Und Dr. Swansea, neuer Dialog. Wenn wir jetzt hier wieder durchgehen, gerade weiter, einfach so über Whitechapel, und dann nach rechts könnten wir zurück zum Krankenhaus und könnten die Pflanze gießen. Oh yeah, Baby, oh yeah, Baby, oh yeah, Baby. Scheiß auf alles andere. Scheiß auf die Rettung der Menschheit und so ein Scheiß. Brauchen wir alles nicht. Ja. Muss man da hoch? Hier ist sonst niemand. Wir müssen jetzt hier links rüber. Genau, das Ding war ja zu. Das machen wir jetzt auf. Hier dürfte eigentlich nichts sein. Wer liegt? Lag der schon immer hier? Ich glaube. Wir werden die Pflanze retten. Ja, 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 ja. Wir gehen weiter nach oben. Sie ist gesund. Mal gucken. Dem geht es auch nicht so gut. Dann könnten wir aber theoretisch, wenn wir das einmal... Oh, es geht schon wieder gut los, ne, mit mir. Könnten wir das hier auch mal verfolgen. Weil das müsste sich ja auf dem Weg befinden. Tatsächlich. Gehen mal weiter. Wo wollte ich hingehen? Da lang. Das ist unsere Unterkunft.
konnte ich nicht lang, ne? Oder? Wie war denn das? Christina erholt sich gerade. Clayton erholt sich. Kann ich hier durch? Bitte, ja, sag ja. Ja. Sehr schön. Ach, hier waren doch letztes Mal die Typisies hier. Aber da ist niemand mehr. Die große Bestie ist hier, die ist für uns tatsächlich doch von Interesse. Kann ich hier rein? Nein, wir müssen. Da links muss irgendwo das sein von der Tuss. Wo sind die Beste jetzt hin? Ach, das sind noch solche Typsies. Ja gut, habe ich jetzt eigentlich an nicht so primär die Lust. Die Lust, so muss ich gestehen. Lauf ich richtig? Ja. Das ist geil. Der juckt uns jetzt aber auch wenig. Wir wuschen hier einmal so lang. Zurück zum Krankenhaus. Werden uns mit Professor Swan unterhalten. Und werden aber vor allen Dingen als allererstes done. Unsere Pflanze gießen. Cool. Cool. Das freut mich jetzt irgendwie. Ach, da ist er. Hello, Jonathan. Hello. Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I'm sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. Okay. Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one? Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Priwen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Priwen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Wir haben auch gerade von der Liste gesprochen. I shall return later. Thank you, Edgar. Die haben gerade, als wir sie vorhin gesehen haben, auch darüber gesprochen, ob jemand auf der Liste stand. Ich nehme es mal da raus. Na. Ich kann verfolgen.
Okay, mit Lady Ashbury könnten wir jetzt nochmal sprechen, aber das ist Quatsch. Ich würde dann trotzdem gerne den anderen Unterschlupf nochmal aufsuchen, tatsächlich. Gehen wir wieder hier lang. Ob ich alle Nebenmissionen hier mache, das kann ich euch noch nicht versprechen. Ich wollte mal ganz kurz schauen. Hier geht es ja allen soweit gut. Also die, die noch am Leben sind, geht es ja halt gut. So, ist gut. So. War der gerade immer schon da? Hör mal auf damit. Machen wir das hier. Falscher Knopf. Huch. Janeth muss es immer leider übertreiben, ne? Ein boshafter Skal. Der juckt mich aber jetzt so prinzipiell erstmal nicht. Da unten ist das Biest. Ich will aber da weiter lang flitzen. Mach mal auf hier. Ach. Genau. Noch ein Stück geradeaus und dann wieder links runter. Oder keine Ahnung, ob ich richtig laufe, aber es sieht so aus. Gut. Mal vorsichtig. Da ist sie. Müssten wir jetzt hier links runter oder? Ja. Ach, halt die Fresse. Ich bin falsch. Ich depp. Ich muss hier erst durch. So. Da links ist mein Unterschlupf. Verunstalteter, blinzelnder Skal. Kann ich da oben drüber wischen? Jonathan kann echt nichts, ne? Oh, Jonathan. Oh, das sind ja mehrere. Oh, Ausdauer, Jonathan. Ich kann mich nicht nach hinten umdrehen. Okay. Also weggewuscht mit seinem Scheiß. Ach, der mit seinem Rotz dann, egal, mit dem Mistgemache hier. Umgepupst. Oh, ja. Ja, ist doch jetzt gut.
glaube, ich mache den so platt. Ich würde den eigentlich gern trinken, aber... Wo ist er denn hin? Ach, da hinten. So. Genau. Oh, da hat er dabei. Ich wollte den gern ausschlürfen, deswegen habe ich es so verzweifelt versucht, aber na gut. Ist alles nichts. Hier hinten in der Ecke löscht nichts. Sonst liegt hier auch nichts. Das ist Quarantänezeichen. Hier hinten ist noch was. Ja, Snack halt so eine Ratte. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Ja, was ist machen, ne? Durst ist Durst. So. Mal kurz gucken, wo jetzt hier mein Unterschlupf genau ist. Da oben, oder? Kann ich nicht da hochhuschen? So, mal die Türe auf. Ach, das ist unser Zuhause. Wir haben einen Schlüssel. Kohle. Brauchen wir nicht. Das ist unser Zuhause. Das ist natürlich... Ist hier jemand? Unbekannt. Tatsächlich, da ist jemand zu Hause. Jonathan, du bist zu Hause. Vielleicht hat Mami schon was gekocht. Ach nee, Mami war ja tot. Ich vergaß. Hier kann man jetzt nichts mitnehmen. Was ist denn das? Uhuhu. Cash, nehmen wir mit. Ich würde mir gerne das alles angucken hier, was sie so hat so in seiner Bude. Kann ich aber nicht. Ich kann die Bücher und so nicht angucken. Nimm das mal mit. Da ist noch ein Brief. Aubrey Reeds erster Brief. Mein lieber guter Sohn. Wenn du diesen Brief erhältst, wirst du 35 Jahre alt und ich werde schon lange fort sein. Ich fühle mich etwas töricht, dass ich dir einen Brief schreibe, den du erst in einigen Jahren lesen wirst. Ich habe lange mit mir gerungen, wie ich dir am besten schreibe, bis mir unsere Rätsel eingefallen sind, die ich mir für dich ausgedacht habe, als du ein Junge warst. Ach, wie du es geliebt hast, diese Rätsel zu lösen. Ich hielt es für eine gute Idee, dir ein letztes dieser Spiele vorzuschlagen. Es wird keine richtige Belohnung geben. Dieses Mal also keine Süßigkeiten oder exotische Kostbarkeiten, wenn du es löst. Aber dafür gibt es, gibt für dich etwas wahrscheinlich Kostbareres. Die Wahrheit. Das ist mein einziger Versuch darzulegen, warum ich die Familie ohne Erklärung verließ. Wenn du den Grund wissen möchtest, spiel einfach mein kleines Spiel. Es ist einzig und allein deine Entscheidung, mein Sohn. Glaube mir, ich liebe dich. Ich verspreche, dass die Familie alles für mich war und immer noch ist. Ich erinnere mich daran, wie ich deine Schwester und dich zum ersten Mal in den Armen hielt. Meine Schätze, meine Juwelen. Immer wenn ich heimkam, erfüllte es mich mit solcher Freude, euch aufwachsen, spielen und lachen zu sehen. Ich hätte getötet, um euch zu beschützen. Mein Sohn, meine Tochter, meine Frau. Doch am Ende hat mich mein Schicksal eingeholt und ich musste eine schwierige Entscheidung treffen. Es fiel mir am schwersten, ohne ein Wort zu verschwinden. Ich tat es trotzdem und schon bald werde ich endgültig verschwunden sein. Ich bitte dich nicht um Vergebung, nur um Verständnis. Wenn du mehr erfahren möchtest, musst du dich nur daran erinnern, wie glücklich wir damals waren. Wenn du meine nächste Nachricht finden möchtest, denke an das grüne Gras und die großen Bäume an den warmen Sonntagen. Dein dich liebender Vater, Aubrey Reed. I remember Sunday walks in the park. Okay, Moment. Das hier verfolgen wir definitiv. Definitiv, ich will wissen, was da ist. Es geht ja um Jonathans Vergangenheit und das finde ich super interessant. Hier ist sonst keine Tür noch, ne? Ist nur die hier.
Und da ist es ja, dass so was drin waren. Genau. Gut. Hier können wir was aufmachen. Die hier können wir nicht aufmachen. Dann gehen wir mal nach unten. Da sitzt jemand. Mein lieber Avery, wie ich Ihnen bereits vor Tagen mitgeteilt habe, muss ich England verlassen, wenn auch nur für ein paar Monate. Solange ich fort bin und bis mein Sohn nach London zurückkehrt, möchte ich, dass Sie sich gut um unser Haus kümmern. Ich habe bereits die nötigen Arrangements getroffen, um Ihren Lohn zu erhöhen und Ihnen so lange weiterzuzahlen, wie Sie hier arbeiten. Sie haben mir versprochen, meine geliebte Frau zu beschützen und ihr bestmöglich zu dienen. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Sollte ich nicht wiederkehren, haben einzig und allein Sie mein volles Vertrauen. Ihr innigster Freund, Aubrey Reed. Okay. Alter, wie groß ist denn die Bude? Wir reden gleich mit dem. Machen wir gleich. Mal räumen wir hier die Bude aus. Zack. Hier ist nix. Ich würde sie gerne ein bisschen gemächlich tatsächlich langlaufen. Da ist noch Kohle. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Da können wir noch reingucken. Da können wir noch reingucken. Da hinten können wir nicht reingucken. Nee, hier auch nicht. Haben sie aber ungünstig platziert, die Couch, ne? Home sweet home. Gut, dann ist hier sonst nichts mehr. Oder? Da ist eine Tür, da wollen wir aber jetzt nicht hingehen. Hier können wir auch nicht reingucken. Hä, wo ist denn der hin? Der saß doch gerade hier. Der saß doch gerade noch hier. Wo ist denn der hingegangen? Da oben. Hä? Warum kann der nicht mal 2 Minuten sitzen bleiben, bis ich da bin? Ach, was mache ich denn? Ich depp. Den belauschen kann, glaube ich. Ja, Mister. Good evening, Avery. Mr. Jonathan. I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. Was? Natürlich machen wir das nicht. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seems spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Okay. How was life in this house while I was away? It was sad, sir. Miss Mary moved here in July, after she lost her baby and husband. So I stayed to serve both her and your mother. How was my mother? Miss Reed was very frail. After Miss Mary was found dead, your mother started talking to herself. She said she was speaking to the dead. She even said that she had seen you. How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you had written,
to say that you were coming back. She was sure you were alive. She'll never know she was right. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. What are the arrangements for my mother's funeral? There will be no funeral, sir. No ceremony whatsoever, because of the sanitary situation. Where is her body, then? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave somewhere. I have no other information. Civil service is paralyzed, sir. And London is crumbling down. Habe ich das jetzt schon alles? Ja. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Boah. Wir hatten Erkältung. Do you need medical attention, Avery? I won't refuse, sir. I don't feel that good these days. Here is your prescription. You'll feel better soon enough. Thank you very much, sir. Ah, ich bin jetzt um dieses Ding drum rumgekommen. Ich würde trotzdem gerne nochmal da drauf gehen. Tell me the truth, Avery. No, sir. This house. If oh. Die Vereinbarung ist nichtig, ist zu hart. Ich verstehe, wenn Sie gehen. Ich werde das nehmen. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. No. Do you really think I neglected my mother, Avery? Yes. I see. Well, please go on, speak freely. It's not as if there is anything left to treasure in this house. Just like your father. You always had this capacity to focus only on what interests you. It surely helped you become a great doctor, but not such a great son. Thank you, Avery. We'll talk later. Your bedroom is ready as always. Good night, sir. Ja.
Ich muss ihm recht geben, ja. Und ich glaube tatsächlich, also wir haben ja schon viele gekillt, ja, und wir werden auch noch viele killen. Ist das Knoblauch? Ich glaube, bei ihm tut es mir dann tatsächlich leid. Vielleicht lassen wir ihn am Leben. Und dann stirbt er halt so an irgendwas anderem. Wir werden die Mission verfolgen. Wir werden versuchen, diesen zweiten Teil des Testaments zu finden. Ich möchte gern wissen, was bei Jonathan in der Vergangenheit los war, warum der Vater gegangen ist. Ich möchte das wirklich tatsächlich wissen. Das heißt, wir ignorieren jetzt erstmal die Hauptmission und werden uns darum kümmern. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.